von unserer Kirchenordnung her vorgegeben ist für diesen Sonntag, den 9. Sonntag nach Trinitatis, steht geschrieben im Buch des Propheten Jeremia, im 1. Kapitel sind die Verse 4 bis 10. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich erkannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Ich will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Herr, wir bitten dich, leite du uns jetzt im Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Das erbitten wir im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, beim Bedenken des Textes fiel mir eine kleine Begebenheit ein, die ich vor einigen Jahren gelesen habe. Ein großer Philosoph, der schon in die Jahre gekommen war, ging tiefsinnig durch einen Park. Eine Frage beschäftigte ihn, er hatte schon oft darüber nachgedacht: Wer bin ich? Wer bin ich? Und auf dem Wege wurde er immer müder und schließlich setzte er sich auf eine Parkbank und es dauerte auch gar nicht lange, da schlief er ein. Tief in Gedanken versunken, aber jetzt schlief er ein. Und dann verging einige Zeit, er wurde wach und da stand ein Polizist vor ihm. Sagen Sie mal, wer sind Sie? Da sagt er: Ja, guter Mann, wenn ich das wüsste. Die restlichen Stunden der Nacht verbrachte er dann auf der Polizeiwache. Ob er dann tiefgründige Antworten gefunden hat auf seine wichtige Frage, weiß ich nun nicht. Aber es ist so, dass uns ja manchmal diese Frage gestellt wird, so wie der Polizist, den auf der Parkbank eingeschlafene Philosoph: Jawohl, räum du mal auf jetzt hier. Da ist auch einer eingeschlafen. Ja. Also dem Polizisten hätte das ja gereicht, wenn dieser Mann seinen Namen genannt hätte und seine Adresse. Aber dem Philosophen war das doch offenbar ein bisschen wenig. Wer bin ich? Wer bin ich? In Heidmühlen haben wir den Psalm 139 gebeten, miteinander im Wechsel. Sie kennen sicher den Psalm, wie der Psalmist darüber staunt. Von allen Seiten umgibst du mich, Gott, und hältst deine Hand über mir. Ich gehe diesen Gedanken nach und ich komme nicht ans Ende. Du hast mich bereitet im Leib meiner Mutter. Ja, der Psalmist staunt darüber, über diese Frage, der er nachgeht: Wer bin ich? Jeremia, wenn wir ihn fragen würden nach seiner Berufungsgeschichte, die wir im Predigtext gehört haben, dann würde er sicherlich doch zunächst mal sagen:
Ich bin von Gott gewollt. Gott hat mich geschaffen. Ja, ich bin von Gott gewollt. Und dazu erfährt der Prophet Jeremia noch, dass er eine große Vorgeschichte hat. Ehe ich dich gebildet habe im Leib deiner Mutter, kannte ich schon dein ganzes Leben. Das sprengt nun alle unsere Vorstellungen, das können wir im Grunde genommen gar nicht fassen. Aber Jeremia erfährt, Gott hat ihn schon früher erkannt, bevor einer seiner Tage war. Das letzte Geheimnis des Propheten Jeremia liegt in der Liebe Gottes verborgen. Wenn wir unseren Lebenslauf zu Papier bringen, hin und wieder ist das ja notwendig, vor allen Dingen, wenn man sich dann um eine neue Stelle bewirbt. Also ich bin aus dem Alter raus, aber vielleicht muss der ein oder andere dann nochmal einen Lebenslauf zu Papier bringen. Dann fangen wir in der Regel bei der Geburt an, erwähnen noch, ja, in Wertschätzung unserer Eltern, denn ihnen verdanken wir ja auch unser Leben. Aber dann gehen wir so durch die Entwicklungsstufen hindurch mit unserem Lebenslauf. Und Jeremia erfährt jetzt, mein Lebenslauf beginnt aus Gottes Sicht schon viel früher. Gott hat mich geplant. Ich bin ein Gestalt gewordener Gedanke Gottes. Und jeder von uns darf das auch für sich so gelten lassen. Ich bin ein Gestalt gewordener Gedanke Gottes. Gott hat sich etwas dabei gedacht, dass ich so geschaffen bin. Ich wollte eigentlich immer gerne 1,80 sein und bei 1,70 ist dann geblieben, nicht? Und jetzt im Alter schrumpft man dann noch ein bisschen, nicht? Ja, so haben wir so unsere Vorstellungen, unsere Lebensentwürfe. Aber da mal hinterkommen, dass Gott sich was dabei gedacht hat. Dass er uns so und nicht anders geschaffen hat. Ich kannte dich, bevor ich im Leib deiner Mutter dich gebildet habe. Jeder Mensch, einzigartig, großartig, jeder Mensch ein Unikat. Paulus, der greift dieses Thema ja auch auf in seinem Epheserbrief und dann sagt er, und jetzt schnallen Sie sich an, bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat er euch schon erwählt. Wir haben eine lange Vorgeschichte, die in der Ewigkeit festgemacht ist. So sieht Gott dich und mich. Von Gott erwählt. Einzigartig. Paul Gerhardt nimmt das ja auch in seinem schönen Weihnachtslied auf, dass wir eine große Vorgeschichte haben, in dem Lied, ich stehe an einer Krippe hier, erstaunt über die Menschwerdung Gottes. Und dann sagt er, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Das Staunen über die große Vorgeschichte unseres Lebens. Nehmen Sie sich zu Hause auch noch mal den Psalm 139 vor. Beten Sie ihn durch. Sie machen großartige Entdeckungen. Die zweite Antwort, die Jeremia geben würde auf die Frage, wer bist du? Würde sicherlich etwa so heißen, ich bin ein von Gott Berufener. Ich bin ein von Gott Berufener. Darum geht es ja im Predigtext heute, dass Jeremia von Gott berufen wird in den Prophetendienst.
Jeremia wusste von dem Tag an, ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich habe kein freies Verfügungsrecht über mein Leben. Gott hat mir seinen Eigentumsstempel aufgedrückt. Du bist mein. Du bist mein. Gott hat mich in seinen Dienst berufen. Ihr Lieben, das geht so total gegen unseren gegenwärtigen Zeitgeist. Der autonome Mensch, der vollkommen selbstherrlich über sich bestimmen möchte. Ich bin doch keinem Gott irgendwie Verantwortung schuldig. Wenn es ihn geben sollte, dann soll er mich in Ruhe lassen. Und wer will in meinen Lebensentwurf hineinreden? Das ist doch allein meine Angelegenheit. Nicht, was da jetzt auf dem Christopher Street Day da in Berlin dann propagiert wird. Das ist doch, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen und gehört haben, aber das ist im Grunde, macht den Zeitgeist heute aus. Mein Leben, meine Sexualität, mein Bauch, alles gehört mir, ich bestimme darüber. Und jetzt erfährt Jeremia, ich gehöre dem, der mich geschaffen hat. Ich bin sein Eigen. Und ihm darf ich vertrauen. Jeremia zeigt, dass gerade in der Zugehörigkeit zu diesem Gott der höchste Adel des Menschen liegt. Jeremia hatte einen schweren Weg vor sich. Und zunächst hat er sich ja auch gesträubt gegen diese Berufung. Er sagte, nein, 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 ich will das nicht. Ich bin zu jung, ich tauge nicht zu predigen. Das sollen lieber die älteren, erfahrenen Leute machen. Nein, aber ich doch nicht. Wenn Sie in die Bibel hineinschauen, dann begegnet uns oft dieser Widerstand bei Menschen, die von Gott berufen werden. Mose hat sich leidenschaftlich dagegen gewehrt. Er wollte nicht den Auftrag Gottes erfüllen. Nein, sende, wen du willst, aber mich nicht. Aber Gott hat nicht locker gelassen. Gott hat an seiner Berufung festgehalten. Und Mose ist durch Gottes Gnade zu einem der großen Propheten geworden und Führer des Volkes. Durch Gottes Berufung erhalten wir Menschen den größten Adel. Solange wir Menschen über uns selbst verfügen oder solange wir Menschen über uns verfügen lassen, sind wir immer wieder austauschbar. Nicht fallen wir aus, so ist das in dieser Welt, da steht schnell einer bereit und nimmt unseren Platz ein. Auf den Grabstein steht dann zwar oft unvergessen und dabei wuchert das Unkraut, dass man den Grabstein kaum noch sehen kann. Unvergessen. Nein, wenn wir abhängig sind von Menschen, wenn wir Menschen über uns verfügen lassen, dann werden wir ganz schnell austauschbar. Nein, aber bei Gott ist es anders. Den Platz, den er uns zugedacht hat, können nur wir wahrnehmen. Das geht nicht anders. Es gibt so eine schöne Geschichte, Sternenglanz in der Pfütze. Und da heißt es in dieser Geschichte immer wieder, es fehlt ein Ton vor seinem Thron und das ist deiner. Es fehlt ein Ton vor seinem Thron und das ist deiner. Wie oft denken wir, ach, ob ich da bin oder nicht, das spielt doch keine Rolle. Nein, Gott hat dich in deiner Einzigartigkeit geadelt. Durch seine Liebe, durch seine Freundlichkeit. Für Gott sind wir einzigartig, einmalig.
Es war für mich ein sehr schönes Beispiel, das ich vor Jahren so mit am Fernsehen verfolgen konnte, wie die Dresdner Frauenkirche wieder errichtet wurde und dann auch kurz vor der Vollendung war. Und da fehlte an der Fassade ein Stein. Das war eine besondere Lücke. Dieser Stein, der lag dann schon bereit. Aber dann wurde gezeigt, wie er sehr kunstvoll von den Baufachleuten eingefügt wurde. Er fand seinen Platz in dieser Frauenkirche. Das war sehr eindrucksvoll und ich dachte, so ist es. Was da so spektakulär oder sehr eindrucksvoll gezeigt wird an der Frauenkirche, das geschieht in unserem Gemeindealltag, in unserem Gemeindeleben immer wieder. Dass Gott Menschen beruft, dass er sie einfügt in seinen Bau, in seine Gemeinde, in seinen Tempel. Und nur dieser Mensch kann diesen Platz einnehmen, den Gott ihm zugedacht hat. Dieser Stein, eingefügt, hält andere Steine, wird gehalten. Und so leben wir als Christen miteinander. Und jeder nimmt seinen unverwechselbaren Platz ein. Wer bist du? Von Gott geschaffen, von Gott gewollt, von Gott berufen. Und drittens, Jeremia würde auch sagen, ich bin von Gott begabt. Ich bin von Gott begabt. Jeremia sah das ja zunächst ganz anders. Gott, nein, ich tauge nicht, such dir einen anderen. Ich bin für diese Aufgabe nicht qualifiziert. Wenn Männer und Frauen von Gott berufen werden in den Dienst, dann ist das oft so, ich sagte es vorhin schon, dass sie widerstreben, dass sie sagen, nein, da bin ich total falsch am Platz, ich bin überfordert. Das war damals bei den Propheten so, bei Jeremia, Jesaja und anderen. Und wenn wir an die Apostel denken, Jesus hat doch nicht die theologische Elite zu seiner Zeit berufen in seine Jüngerschaft. Die Fischer vom See Genezareth, die hat er gerufen, hat gesagt, so euch will ich als meine Zeugen gebrauchen. In ihrer Überforderung, in ihrer totalen Überforderung, waren aber damals auch die Zeugen angewiesen auf Gottes Beistand, auf Gottes Hilfe. Sie haben immer wieder auf den Knie gelegen und haben gesagt, Herr, hilf du, Herr, erbarme dich. Und gerade diese Abhängigkeit war nötiger als irgendwelche exzellenten Gaben. Jeremia erlebt es ja sehr, sehr eindrucksvoll. Er berichtet, der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und er sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Wie er das erlebt hat, ob in einer Vision oder im Traum, oder das bleibt ein Geheimnis. Aber Jeremia wusste von dem Zeitpunkt seiner Berufung an, Gott steht mir bei. Wenn ich jetzt diesen Dienst wahrnehme, tue ich das immer wirklich im Rückenwind des lebendigen Gottes, der vor mir hergeht. Ich darf diesen Weg gehen und diesen Dienst wahrnehmen. Und jeden Tag wusste er, Jesus Christus, nein, Jeremia lebte noch nicht im neuen Bund, sondern noch im alten Bund, aber die Zusage Gottes, die hat er auch dann für sich in Anspruch nehmen können. Ich bin mit dir. Und wie steht es jetzt um uns? Ich glaube, es ist auch in unserer Zeit so wichtig und so nötig, dass wir unseren
Dienst wahrnehmen mit den Gaben, die Gott uns anvertraut hat. Dass wir sie nicht für einen egoistischen Lebensstil missbrauchen, sondern dass wir sagen, Herr, was soll ich tun? Was darf ich in deinem Auftrag auch an diesem Tag tun? Und es kann dann sein, dass wir das gar nicht mitbekommen, wie er uns gebraucht. Dass wir dann einem Nachbarn freundlich begegnen und ihm einen guten Tag wünschen. Und das war genau das, was dieser Mensch brauchte. Oder dass wir für jemanden beten und ihm wirklich in der Fürbitte beistehen und ihm Kraft erbitten. Es gibt so viele, unsagbar viele Aufgaben, die wir wahrnehmen dürfen im Namen Jesu Christi. Für uns sind das manchmal ganz unscheinbare, unspektakuläre Dienste. Schreib keine Zeitung drüber. Aber sie sind in der Ewigkeit wichtig, sind aufgenommen. Wir haben früher gerne ein Lied gesungen, da hieß es immer wieder, tu doch die Arbeit von Gott dir gegeben. Tu sie mit Liebe, die Zeit eilt dahin. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Sinn und bleibt ewig bestehen. So dürfen wir auch uns mit einbringen in das große Werk unseres Gottes. Amen.